Geht es so? Okay. Ja, deiner sieht auch noch gut aus. Okay. Hey! Hi, geil, dass ihr da seid. Tja, wir haben zwar schon drin angefangen, aber kommt erstmal rein. Dankeschön. Hey, schau mal, Sophie. Da drüben sind Florian und Sarah. Hey! Mein Gott, was seid ihr denn hier? Hi! Hey, schön, dass ich es geschafft habe. Ja, ich musste noch was für die Uni machen. Ich war total. Du hast voll verpasst, wie ich getrichtert habe. Du hast getrichtert? Im Handstand? Was? Nee, ich kann gar keinen Handstand. In der Brücke? Da bleibt man erst, wenn ich gerade stolpern sehe. Oh mein Gott, du bist echt voll, oder? So. Aber wie wär's, hä? Wir fahren jetzt gerade los und sagen, wie wär's? Trichter? Nee, sorry, das ist nichts für mich. Wirklich nicht. Tut mir aber leid. Auf den Abend spielen wir dann noch eine Bierpong. Muss ich versprechen. Bierpong? Bierpong? Ja, ja, ich glaube, Bierpong sind wir dabei. Nice. Prost, Prost. Okay, auf einen schönen Abend. Ich reserviere schon mal den Tisch. Ja, mach das. Wir kommen dann rüber. Okay. Oh mein Gott. Also, Trichtern, so viel Bier auf einmal. Das könnte ich, glaube ich, echt nicht. Das könnte ich gar nicht alles schlucken. Hörst du da Jenny oder Laurel? Also ich höre da irgendwie sowas wie Gary, aber eine Freundin von mir hört da glaube ich Laurel. Oh, es ist stark. Boah, ich hatte letzte Nacht so einen schrägen Traum, der war wirklich komisch. Also, pass auf, ich war irgendwie auf einer Feier oder so und ich wollte diesen einen Song hören. Und der war, glaube ich, aus High School Musical. Der war aus High School Musical. Und da war ein Typ hinter mir, so ganz dicht, der hat die ganze Zeit, nein, du kannst den nicht anmachen, du kannst den nicht hören jetzt. Und mach den bloß nicht an. Und das hat mich so verunsichert und ich wollte den unbedingt hören. Ne? Und ich war immer so kurz davor, den anzumachen, so kurz. Und dann irgendwie war das total seltsam und der hat das immer wieder wiederholt und dann irgendwann habe ich mich echt nicht getraut, den anzumachen. Also ich habe es mich nicht getraut, ich habe es nicht über mich gebracht, ich habe einfach nicht den Mut gehabt. Und dann, ja, total komisch. Und dann habe ich ihn nicht angemacht. So, das ist voll die Metapher für mein Leben irgendwie. Oh mein Gott. Siehst du die Brain? Siehst du mir, Max? Oh mein Gott. Boah, sie schmeißt dich so krass an ihn ran. Alter. Dabei weiß doch jeder, dass der nur irgendwas zum, rummachen will. Oh Mann. Schräg. Alter. Hey, Girls. Hi. Na, alles in Ordnung, Lisa? Paul nervt dermaßen. Wir haben gerade uns eine Stunde über Pinguine gestritten. Über Pinguine? Ja, ob die Knie haben oder nicht. Und dann noch über irgendwelche Dinosaurier, die wohl früher Federn. Ach, keine Ahnung, es nervt einfach nur noch. Wir sind seit anderthalb Jahren zusammen. Und ihn interessiert es ein Scheißdreck, was er macht. Er geht ständig angeln und er riecht nach Fisch. Jeden Tag. Okay. Du Arme. Naja, was ist denn eigentlich aus dieser Sache mit den Alpakas geworden? Boah, hör bloß auf damit. Peru. Er hat irgendeine Reise nach Peru gebucht. Keine Ahnung, aber ich war in Australien und es war viel cooler und es war voll krass mit den Koalas und so. Ich meine, die sind so flauschig. Naja, vielleicht hätte Paul lieber Tierpfleger werden sollen anstatt Anwalt. Das ist schon was. Auf jeden Fall. Der Typ hat mir voll in die Fresse geschlagen, aus Versehen natürlich. Und er dann so, es tut mir so leid, schlag mich. Und dann hab ich ihm BAM voll eine reingehauen. Da ist die Lauf geplatzt. Hey, und was ist dann passiert? Dann standen wir da, blutüberströmt. Und wir haben uns angeschaut und so, ja, krasser Abend. Wir waren so besoffen, ey. Ja, garantiert nicht nur besoffen. Ja, wenn man immer sagt, YOLO. So ist es. Vor allem das Verrückteste, was ich mal erlebt habe, war, dass zwei Dudes von mir auf einer Party plötzlich auf die Idee gekommen sind, Nudeln in der Waschmaschine zu machen. In der Waschmaschine? In der Waschmaschine. Und im Endeffekt lief es darauf hinaus, dass die Besitzer der WG sich dann eine neue Waschmaschine kaufen durften, weil die alte verstopft war. Oh mein Gott. Aber ich kenne schlechte Ideen.
Nö, eigentlich nicht. Sie hätten halt keine Spaghetti nehmen müssen. Vielleicht wäre es dann nicht verstopft. Aber Spaghetti jetzt als Mitternachtssnack hätte schon was. Ach, du und deine Spaghetti. Hast du nicht die Woche schon dreimal Spaghetti gegessen? Ja, du kennst mich ja. Bin zuvor was anderes einzukaufen. Classic, Jonas, Classic. Tja. Boah, ey, oh Mann. So langsam glaube ich, du hast recht. Ach, jetzt lass es doch. Ich sag dir, wenn die scharf werden, dann gehen sie ganz schnell nach Hause. Wo ich mir mehr Sorgen mache, ist Jessie. Schau mal, ist den ganzen Abend die auf Drogen. Drogen? Die ist doch immer so auf. Findest du? Ja. Ist doch aber sehr over the top heute. Meinst du, hat irgendjemand was gegeben? Ach, Jessie doch nicht. Die nimmt sowas überhaupt nicht an und ich kenne sie seit dem Kindergarten.